Wir befinden uns am Entstehungsort des allerersten großen Preises der Formel-1-Weltmeisterschaftsgeschichte in Silverstone 1950. Damals ging Giuseppe Farina als Sieger über die Ziellinie und er stand in der Mitte von zwei Kollegen auf einem reinen Alfa Romeo Podest. Der Lohn für diesen Erfolg damals 9 WM-Punkte. Am Ende der Saison hatte er insgesamt gerade mal 30. Die Zeiten haben sich etwas geändert, denn wer heute ganz oben auf dem Treppchen steht, kassiert 25 Zähler. Mit seinen Überholmöglichkeiten am Ende der Wellington und Hangar Straight bietet der 5,79 Kilometer lange Silverstone Circuit hautnahe Action. Mit ihren 18 Kurven und einer durchschnittlichen Rundengeschwindigkeit von 233 ist die Rennstrecke eine der schnellsten und längsten des gesamten Kalenders. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Reden wir über Richter. Sie haben neulich ein Interview mit einer nicht sehr positiven Beurteilung der Leistung des Teams gegeben. Wie ist deine Meinung dazu? Jeder, der das Team aktuell in der Öffentlichkeit kritisiert, tut ihm damit keinen Gefallen. Klar, manchmal brauchen Leute einen Tritt in den Hintern, aber sehr viel öfter geht es darum, jemanden zu haben, der einen unterstützt und ermutigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich mit derartigen Bemerkungen besonders viele Freunde in der Werkstatt gemacht haben. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Max Verstappen steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Bottas, Charles Leclerc und Gasly, Weber, Grosjean, Richter. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Fünf. Und Carlos Sainz Jr. Raikkonen, Stroll, Sergio Perez und Magnus Hülkenberg, Norris, Devin Butler und George Russell. Albon und Danny Ricciardo belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Ja, zumindest für nur 5 Plätze. 9. sind wir geworden, sind wir dann. Das ist ein bisschen positiv. Okay, this is the team's home race. We're all relying on you to impress today. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Wir gehen ins Rennen. Rennen Nummer 10. Quasi Halbzeit der Saison. Ich weiß, dass wir der 5. letzte Gridschaft bekommen haben. Oh, das war ein bisschen früher angefahren. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Was mich gerade ein bisschen ärgert, ist tatsächlich, dass wir mit dem Softreifen nochmal die zwei Runden alt sind gegenüber dem Rest des Feldes Nachteil haben. Es wird nicht einfach werden, definitiv dieses Rennen. Naja, schauen wir mal. Aber jetzt ein bisschen besser dabei sind. Sobald wir nach vorne gehen. Zumindest ein paar Autos möchte ich überholen. Nicht warten. Also es freut sich uns des Science. Ich mache das mal bewusst, damit ich ein bisschen die Bremsen auf Temperatur kriege. Wir wollen natürlich auch so gut viele Punkte wie möglich mitnehmen. Wie gesagt, ein Sieg wird wahrscheinlich nicht drin, seine Physik kommt gerade zu steil. Aber wir wissen, dass wir tatsächlich ein bisschen was mitnehmen können. So. Dann soll es jetzt losgehen sofort. Das
So, der Sainz will natürlich an uns vorbei schon. Ah, der kommt auch hin vorbei, weil ich auf den Haas vorne ein bisschen auf reagieren muss. Ich quetsche mich im Zweifel am Grosjean vorbei. Bin vorbei. Jetzt bin ich auf 8, also einen Platz gewonnen, immerhin. Also wir wollen ja hier klar so viele Punkte wie möglich mitnehmen. Und jetzt ist Weber, unser Erster. Unser Rivale steht auf 20. Das steht weit, weit hinten. Also der wird nicht viel mehr. Da wurde gut gestartet auf jeden Fall. 13 Runden stehen wir jetzt hier an. Die nicht die letzte Strafe gewesen sein, die kriegen wir ja noch. Das ist Gott sei Dank, dass wir das Trainingsgetriebe rausgeballert haben. Obwohl nicht, dass der wirklich das Trainingsgetriebe. Nee, jetzt, nicht, dass das Trainingsgetriebe meinte. Ne, es ist im Qualifying kaputt gegangen. Okay, dann ist es richtig. Scheiße. Ich weiß nämlich nicht, ob das Trainingsgetriebe müsste ja eigentlich das. Ist ja fürs freie Training und das Renngetriebe kommt ja schon zum Qualifying rein. So, Bestzeit Lewis Hamilton. Wir haben jetzt schon mal zwei Autos direkt hinter uns. Nämlich Sainz, also Grosjean ist schon mal raus aus der Verlosung. Aber ich will mich jetzt ein bisschen ranarbeiten an den Alpha da vor mir. In diesem Sinne, Lukas Weber, ein bisschen weggekommen sind wir jetzt gerade von Sainz, das ist immer gut. Also führen wird auf jeden Fall Lewis Hamilton, dann wahrscheinlich Max Verstappen und dann wahrscheinlich Vettel. So, der Angriff jetzt gleich auf irgendwann auf Weber. Ich hoffe, dass ich da jetzt mal langsam rankomme. Das Auto scheint sich wieder ein bisschen zu erholen. Also die Reifen. Aber wir müssen wahrscheinlich eine Runde früher als der Rest des Feldes in die Box. Und das ist so, tut es natürlich auch weh. Aber wir kommen weg. Räikkönen ist uns dahinter. Jetzt hier vorbei an Sainz. Ich arbeite mich jetzt gerade ein bisschen ran wieder an Weber. Es ist eine gute Sekunde nur noch. So, Hamilton, Verstappen, schnellste Rennrunde hinterher. DRS is now enabled. Will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. So. Gucken, ob wir jetzt tatsächlich eine Möglichkeit haben, daran zu kommen. Ich glaube, wir sollten eigentlich drunter liegen. Wir müssten eigentlich im DRS-Fenster sein gleich. Gegen den Alpha vor mir. Oder vor uns. Ne, reicht noch nicht. Okay. Das ist der erste nach der Runde frei, weil ich hätte eigentlich gedacht, wir hätten jetzt schon das DRS. Oder, ne, 1,1 Sekunden, okay. Er war tatsächlich doch außerhalb des DRS-Fensters. Zumindest die beide, also mein Ziel ist es, Weber und Gasly doch zu holen. Zumindest Platz 6. Ich hoffe, was davor ist jetzt. Es sei denn, wir kriegen das Dreierpäckchen, was davor noch ist. Die beiden Ferrari und Bottas sind das nämlich dann davor. Weil die sich gerade auch am Fighten sind. Wir sind da auch wieder dran an denen. Ne? Ich muss aber jetzt irgendwann mal in Position kommen, vielleicht, dass ich den Weber angreifen kann. Wie gesagt, nochmal. Ich versuche die gleiche Boxenstrategie wie der Rest des Feldes zu fahren.
So, jetzt sind wir. Ja, jetzt sind wir am DS-Fenster. So, die Strecke drauf so hoffentlich lang genug, dass ich dann tatsächlich jetzt angreifen kann. Er hat natürlich auch DRS gegenüber wie Gasly. Das ist für ihn natürlich ein kleiner Vorteil. So kann er sich zumindest ein bisschen wehren, aber wir sind dran an ihm. Hier kann ich leider nicht vorbeischlüpfen, was ich mir so ein bisschen erhofft hatte. 9 Runden haben wir noch. Also, wir sind gut dabei. Zumindest, wie gesagt, Top 6, das wäre mein Ziel. Momentan haben wir uns 4 Zähler. Er bleibt immer noch im DS-Fenster von Gasly. Halbe Sekunde Rückstand, immer noch auf Weber. Gasly gegen meinen Liebling aus dem Frankreich Grand Prix. Da habe ich ja lange mit ihm duelliert. Habe ich ihn natürlich doch noch geholt in der letzten Runde. Das war bei der halben Sekunde. Wobei der jetzt auch Weber jetzt wahrscheinlich immer gleich auch Gasly angreifen könnte seinerseits. Wir laufen jetzt gleich auf das Pärkchen, auf das Trio da oben auf. So, und jetzt der Angriff gegen Weber. Und den haben wir. Irgendwann muss ich diesen Move mal machen. Der wird wahrscheinlich jetzt gleich sein. Also jetzt nochmal, der ist, glaube ich, noch von Gasly. So, ich greife jetzt gleich immer den an und dann bin ich dran an den Ferrari da vorne und an dem Mercedes. Also wie gesagt, Treppchen könnte theoretisch sogar noch drin sein. Also so ganz unmöglich ist das nicht alles. Ein gutes Ergebnis zu holen. So, nächster Platz, nächster war Gasly. Irgendwann hoffentlich. So, während die drei da vorne immer noch weiter fighten, arbeiten wir uns gerade ran an die. So, Thema Lukas Weber hat sich erledigt. Der ist nämlich raus aus dem DS-Fenster. 1,2 Rückstand auf uns. Und wir machen jetzt aus dem... Wir machen da jetzt gleich ein Quintett draus. Aus dem... Da vorne, wenn ich jetzt wieder ein bisschen rankomme. Das kleine Rutscher drin gewesen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen zurückgefallen. Und vielleicht kriege ich sie tatsächlich in den... in diesem Geschlänge gleich drin. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Zeit verloren. Ah, ich glaube nicht, dass ich da in Position komme. Hier habe ich nämlich den Weber bekommen. Vor 2 Runden. Wann ist eigentlich der Box? 8. Runde 8. Der Fahrt. Medium. Wenn der Rest natürlich die sagt, auf hart zu gehen, wäre gut. Das wäre gut, wenn die auf hart gehen würden. Weil dann hätte ich mit dem Medium den mega Vorteil. Aber ich komme nicht mehr ran an dieses Feld. Das ist das Problem. Ich vermute jetzt noch den Boxenstopp, dass ich dann erst in Position bin. Aber die Ferrari wohl kaum zeitgleich gehen werden. Gelb. Das ist vor uns ein Auto. Gasly. Oh, der hat aber sein Gas sehr früh weggenommen. So, dann haben wir das Thema Gasly schon erledigt. Und sind 6er. Von 9 auf 6 mittlerweile. Also wir haben 3 Autos überholt. Vor uns jetzt immer Sebastian Vettel. Ja, die drei sind. Ja, gut, weil wir auch langsame Reifen haben. Also die kaputten Reifen haben, wenn ich ehrlich bin, die brauchen nämlich nur eine Runde. Oder soll ich jetzt schon in den Boxenstopp ziehen? Wenn ich jetzt in den Boxenstopp fahre, dann habe ich frische Reifen. Und habe den Vorteil. Ja, dann haben die aber meine frische Reifen. Also wir müssen eigentlich ziemlich zeitgleich gehen, um die gleiche.
Es ist schwierig. Wie gesagt, weil wir Reifen, die eine Runde älter sind als das, was vor uns fährt. So, ich mache mal kurz im Liebe. Vielleicht kriege ich mit ein bisschen Glück mit dem fetten Gemisch nochmal das Zeit gut gemacht. Sechs Ründchen haben wir noch. Also wie gesagt, Platz 6 ist ja das Ziel gewesen. Alles andere, was davor ist, ist natürlich ein Gimmick. Wenn wir noch Platz 5 oder 4 holen würden, wäre super. Aber wir sind weit, weit weg. Viel zu weit weg. 2,5 Sekunden. Genau, schießt euch da vorne ab, Leclerc und Bottas. Das wäre super. So, wir werden jetzt auch den Stop ziehen. Weil wenn ich ehrlich bin, mache ich den gleichen Move. Ja, wir müssen noch lange warten. Oh, wie lange das auch mit dem Müll, nimmt's einfach. Aber also, wir sind, glaube ich, dran jetzt am Rest des Feldes. Also wir sind ja dran jetzt an Sebastian Vettel. Ah, ich hatte ein bisschen gehofft, dass die tatsächlich... Dass die ein bisschen frische Reifen... dass sie ein bisschen mit einer Mischung fahren. Also die harte Mischung fahren. Die uns ja auch vorgeschlagen wurde. Aber jetzt sagt er dann gleiche Mischung. Also, Angriff vielleicht auf Sebastian Vettel. Das wäre zumindest Platz 5. 5? 4? Ah, ich hatte. Ja, die Kurve ein bisschen länger gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich sogar einen Angriff setzen können. Vielleicht gibt es jetzt irgendwann den Angriff. Die Misch. Vielleicht macht es der Williams jetzt gleich. Oh ne, auf den Ferrari, Vettel. Hab ihn. Yes! So, jetzt versuchen wir uns ein bisschen aus dem DS-Fenster rauszuarbeiten. Alles, was jetzt da vorne in der Box ist, das ist immer gut. Ich glaube, Martin Verstappen und sie werden wieder drauf auf die Strecke unterwegs sein. So, momentan auf 9. Also da sind einige, glaube ich, noch nicht in der Box gewesen. Platz 9. Das ist ziemlich weit hinten. Oder waren... Ja, vermute ich, dass auch noch einige nicht in der Box war. Wir müssten irgendwie ziemlich weit vorne sein. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir ein Ferrari vor uns haben, ein Ferrari hinter uns haben. Ja, das... Geil. Das war klar, dass irgendwie tatsächlich sowas passiert. Da probieren wir es nochmal. Einmal kurz freudig Hallo sagen gegen den Ferrari. Aber das wird nicht passieren. Ne, das geht Vettel auch nicht. Klapp, klapp gegen Leclerc auch nicht. Dieses Außenüberholen. Ja, Vettel will natürlich vorbei. Der will jetzt diesen Platz streitig machen. Aha. Wollte gerade sagen, da sind einige Sachen in der Box. George,
Aber 7 ist auch zu weit vorne. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich so, dass ich doch so weit hinten lande auf 7. Ich war jetzt schon mal auf 5 oder so. Oder haben einige. Ja, da war, wo ich sagen, da vorne ist auch ein Renault mit da drin. Der eigentlich damit überhaupt nichts zu suchen. Wir müssten auf 4 oder 5 liegen. So, jetzt muss ich irgendwann hoffentlich, dass ich den Ferrari mal angreifen kann, weil ich will da irgendwann auf vorbei. Und jetzt habe ich, jetzt greife ich an und bin an Leclerc auch vorbei. Da, wo da vorne ist Leclerc, Bottas, das ist, ich vermute, es Bottas. Wo Bottas wird wahrscheinlich schon in der Box gewesen sein. Aber das, was die 2-3 davor, die war noch nicht drin. Damit müsste man Dritter sein, virtuell. Drei Runden noch. Jetzt hat sich alles anders perfekt daraus gekommen zu sein. Ja, war klar, dass jetzt Leclerc wieder den Konter setzt. Ach, Mann! Jetzt halte ich ihn. Ab ihn. Ja, ich habe gutes. So, haben wir noch 4. Auf 4 sind wir tatsächlich. Also hat sich der Bot. Ja, gut, klar. Bot bei Mercedes und der Verstappen vorne. Da meinte ich, die beiden Ferrari kassiert. Okay, you're in the top 10. Ja, 4. Wenn jetzt so einer ausschaltet, sind wir sogar auf. Jetzt wären wir sogar auf einem guten. Wir müssen, dass sich die Ferrari da vorne kassiert. Wenn sie mal Mercedes sich noch nicht einig werden da vorne, das wäre super. Wenn die nämlich noch ein bisschen fighten und wir noch mal vielleicht eine Möglichkeit bekommen, ranzukommen, könnte man, wie gesagt, da ist ein Podium drin. Ich sage, der Bottas, der hat sich da vorne weggemogelt. So, wir werden natürlich ein bisschen auf links fahren, damit wir ein bisschen Sprit sparen. So, vielleicht ist es möglich, doch den Ferrari, eine bei Mercedes anzugreifen. Die werden sich davon nämlich auch noch so ein bisschen betteln. Weil ich mehr oder weniger auch ein bisschen nach hinten gucken muss. Wie gesagt, ich hoffe, dass da vorne sich einer der beiden Werten noch wegschießt. Einer von den drei noch da. Wie mit dem Defekt. Also ein Red Bull hat sich schon aus dem Rennen gerissen mit Gasly. Ich hoffe, dass das stoppt vielleicht auch noch. Und so. Hat die mit, dass die beiden Mercedes vielleicht sogar eine Doppelsekunde. Wäre mir da auch noch herzlich egal. Aber ich muss mich auch ein bisschen jetzt. Ich will diesen vierten Platz ermauern. Mir irgendwie die Ferrari packen. Oder schlagen. Von 9 auf 4 wäre natürlich ein gutes Ergebnis. Damit hätten wir eigentlich unsere eigentliche Startposition drin gehabt. So, jetzt wird der Angriff vielleicht kommen von. So. Ja, wir haben natürlich das Problem, dass wir eine Ferrari auf jeden Fall direkt hier in der Backe kleben haben. Und das ist nämlich. Niemand geringer als Charles Leclerc. Ich will zumindest Vierter werden. Ich sage, Top 6 wäre Ziel gewesen, aber Platz 4 wäre natürlich Top. Und wenn ich schon mal auf Platz 4 bin bei den beiden Ferrari, möchte ich das natürlich auch bleiben. Also ich habe quasi schon was aufgegeben, den Mercedes da vorne zu kassieren, weil das wird nicht in Position kommen. Jetzt der Angriff von Leclerc. Das hätte ich fast gedacht, dass der mir nochmal so eine Aktion zieht. Aber jetzt will ich nochmal. So, Vettel ist auch dran jetzt an uns. Der wird natürlich jetzt versuchen, ganz innen rein zu ziehen, damit ich. Geh mir nicht auf den Sack. Wenn du mich versuchst wegzudringen, halte ich gegen. Das war jetzt kein bewusstes Rammen, das war tatsächlich einen nur gegenhalten. Ich muss das Auto versuchen, wie abzufangen. So. Hamilton schnell zu rennen, und ist mir aber auch herzlich egal. Die laufen jetzt auch an Verstappen auch ein bisschen auf, die Ferrari Mercedes. So, wir haben natürlich jetzt auch eine schnelle. Wir haben noch eine. Ja, das Verstappen das Ding gewinnt, das steht auch nicht ganz fest.
Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt, ah gut, jetzt haben wir ein bisschen was rausgekommen. Ein bisschen besser rausgekommen aus der Dings. Und die Gerade ist nicht lang genug, um das Leclerc angreifen, Vettel angreifen kann. Vettel ist vorbei mit seinem Leclerc. Ich hab, der Vettel hat ihm den Speed mitgezogen, als wir ein bisschen das Duell hatten mit Leclerc. So, Verstappen ist übrigens weg. Also Hamilton führt tatsächlich bei seinem Heim Grand Prix und Bottas wird wahrscheinlich ihn gleich auch kassieren. Das heißt, wir haben gleich einen tatsächlichen Mercedes-Doppelsieg. Oder läuft der Red Bull nicht ganz mehr, so ganz mehr rund. Sei denn, er schaltet jetzt aus. Wenn er jetzt ausschaltet und mir die gelbe Flagge gibt, dann haben wir einen Doppel außer Red Bull und dann sind wären wir tatsächlich sogar auf 3. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja, ja, ich I know. Let me do what I want. Bitte lass mich jetzt... Hau ab von mir. Vettel. Sind vorne, immer noch. So, vielleicht der jetzige Angriff nochmal von Sebastian Vettel. Ich mache jetzt mal hier zu, damit er nicht irgendwie dazwischen kommt. Also ich, und dann reicht das tatsächlich hier, um das Ding zu gewinnen. Hamilton gewinnt das seine Heim Grand Prix. Und wir holen uns von Platz 9 aus. Zumindest auch einen 4. Platz. Immerhin ein gutes Rennen. Das war's mit einem weiteren Grand Prix und einem fantastischen Sieg für Mercedes. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegt. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Ja. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich da irgendwie rankomme. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Für mich ist das heute Richter. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Alfa Romeo, das mit einem guten Resultat in der Meisterschaft einen Satz nach vorn gemacht hat. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Mhm. Super, dann haben wir das auch. Ja, die Top Teams werden auch nicht rankommen. Platz 4 ist das höchste der Gefühle, vermute ich, von dem Dings her. Was die Team-WM betrifft. Wäre auch zufrieden mit. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Ja, das mit dem Grip hat funktioniert. Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man Sie unterschätzt hat? Fairness erhöht. Danke für den Kommentar. Jo, kein Problem. Jo, das war das Rennen. Liebe Leute. Dies war das Rennen. So, ja, mal gucken, ob jetzt nochmal was kommt. Bezüglich welchem Fahrerwechseln. Ob wir nochmal ein kleines wildes Durchwechseln haben oder ab das Thema. Oder sollen wir das jetzt zur nächsten Woche sehen? Super, wir haben alles übertroffen mittlerweile. Ausgezeichnetes Ergebnis. Solche Platzierungen machen sich gut beim Verhandeln. Gern mehr davon. Ja, dann war's das. Keine weiteren Wechsel. Das nächste Wochenende wird Deutschland sein, liebe Leute.
Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin oder auf Wiedersehen. Nächste Woche Freitag, Kurzfahrtpreis von Deutschland, Auftakt mit dem freien Training. Bis dahin und tschüss.